Mit einer Drehleiter rückt die Feuerwehr am Morgen in Wuppertal an. Die Schwebebahn kommt gegen Schnee und Eis nicht mehr an. Im Bereich Loher Brücke bleibt sie stehen. Die Fahrgäste sind in der Gondel gefangen. Gott sei Dank so, dass die Feuerwehr von außen mit der Drehleiter drankommen konnte und wir die Fahrgäste nach gut einer Stunde auch evakuieren konnten. Mittlerweile ist es uns auch gelungen, den Wagen wieder in die zurückliegende Haltestelle zu bringen. Wir hatten zwar kaum Schnee hier in Wuppertal, aber offensichtlich ist hier im Barmer Raum die Stromschiene vereist. Für uns auch ein ganz neues Phänomen in der Intensität und die Fahrzeuge kriegen leider keinen kontinuierlichen Kontakt zur Stromschiene mit dem Stromaufnehmer. Ich bin im alten Markt eingestiegen und dann fing das an mit diesem Geratter, dass es nur noch so schrittweise vorwärts ging. Und ja, hier sind wir dann komplett still geblieben. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt da drin waren, 2 Stunden oder so. Ich bin um 7, glaube ich, in die Bahn eingestiegen am alten Markt. Ja, und dann am Anfang saß ich da, habe am Handy gespielt. Dann wurden die Füße langsam kalt und dann bin ich halt auf und ab gegangen. Ja, und nachher hat man sich halt auch miteinander unterhalten, die 7 Leute, die oben waren. Am Vormittag teilen die Wuppertaler Stadtwerke mit. Wegen vereister Stromschienen kann die Schwebebahn heute gar nicht mehr fahren. Tief Tristan ist auch hier noch nicht überstanden. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.